Hallo zusammen und willkommen zurück beim LS17 und unserem letzten Feld, dieses wunderschöne Rapsfeld. Da hatten wir in der letzten Folge schon angefangen, das abzuernten. Da wollen wir jetzt natürlich weitermachen. Und deswegen starten wir mal The Engines. Runter damit. Nein, nicht ablegen. Jetzt Dumbbuster. So, eingestellt müsste noch alles sein. Machen trotzdem nochmal auf Auto. Ja, macht es noch ein bisschen breiter. Das kann weg. Und unseren Mercedes da hinten, den werden wir wohl umsonst geholt haben. Weil das Feld kriegen wir wohl so in die Maschine rein. Gut. Ja, müssen wir mal sehen, was wir mit unserem Geld machen. Weil ich wollte ja nicht diese ganzen Goldstücke hier aufklauben für die Millionen. Ich habe es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt. Nein, das ist einfach zu viel. Das ist zu viel. Wir gucken, dass wir so zur Rande kommen. Dann dauert es halt alles etwas länger. Wichtig ist halt, dass wir tatsächlich auch Gewinn machen, ne? Und nicht hier am Ende dastehen und dass so ein Plus-Minus-Null-Geschäft wird, die Maschinen weiter älter werden und wir nichts beschicken können, ne? Das wäre ein bisschen blöd. Und ich hatte dann auch schon überlegt, ob wir nicht unseren Kredit ein bisschen erhöhen und mehr Schafe holen. Mehr Schafe bedeutet mehr Wolle bedeutet mehr Geld. Ja, müssen wir sehen. Und wie gesagt, die Forstwirtschaft würde mich auch reizen, weil ich das noch nie gemacht habe hier. Im Allgemeinen habe ich sehr wenig Stunden hier gespielt bisher in LS17. Was heißt wenig? Wo ich es am Anfang hatte, habe ich doch tatsächlich an einem Stück, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen 50 Stunden oder so. Ich glaube, das waren locker 50 Stunden. Aber leider habe ich eine Standardkarte genommen. Und so ist man da nicht so firm, was die ganzen zusätzlichen Wirtschaftskreisläufe auf den ganzen Modkarten angeht. So. Und an dieser Karte finde ich halt schön, dass sie sehr helferfreundlich ist. Weil der hat ja nach so immer noch seine Probleme mit den Feldern, dass er irgendwo hängen bleibt und dergleichen. Oder wenn die Felder nicht so symmetrisch sind, das mag der auch nicht. Da bin ich mal gespannt, was sich da beim LS19 so alles ergibt. Da werde ich auf jeden Fall, wenn der rauskommt, gleich mit am Start sein. Definitiv. So. Oh ja, doch. Wir haben noch nicht die Hälfte. Aber es könnte sich gerade so aufgehen mit dem Raps, dass der hier reinpasst. Und da hinten steht ein Zelt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wollen wir mal zusehen hier. Und ihr werdet lachen. Ich habe noch nicht mit den ganzen großen Fahrzeugen gespielt. Ich habe immer so die Standardgeräte gehabt auf den ganzen Karten, die ich bisher gespielt habe. Habe bisher nur Videos davon gesehen, die dann hier teilweise, ich weiß nicht, was haben die? 16 Meter? Schnittbreite, das ist natürlich heftig. Aber die braucht man natürlich auch bei den großen Feldern, die da teilweise bewirtschaftet werden.
Nur bei so einem kleinen Feld ist man ja ruckzuck durch. Dreimal hin und her ist das Feld platt. Aber ich glaube, die haben auch nicht einen viel größeren Tank für die Ernte. Ne? Der dürfte sich auch ungefähr so gleich ausgehen. Wie gesagt, genug Mods habe ich schon installiert. Daran soll es dann nicht scheitern. Ich weiß auch gerade nicht, was so ideal ist. Ob man mehr Felder haben sollte. Okay, mehr Felder ist eine größere Ernte, aber so ein Feld kostet ja auch erstmal. Ich finde es schade, dass man die nicht pachten kann. Vielleicht kommt das ja mal im LS19. Dass man Felder mieten kann. Sage ich mal so. Okay, bei dem Seasons Mod wäre es einfach. Da kann man sagen, so hier für 5 Jahre zahle ich dir dann... Naja, so ein Feld kostet 130.000, was ich da gesehen hatte in der letzten Folge. Hm. Ja, wie könnte man das machen? Für 5 Jahre dann 10%? Weil pro Jahr 13.000, das ist ja dann das Feld gar nicht wert. Da ist ja seine Ernte gleich weg. Das würde ja nicht viel Sinn ergeben. So. Und ich weiß gar nicht, hatten wir Pflügen angestellt? Ich glaube, das war aus, ne? Will ich jetzt nicht gerade mal eben gucken, weil wir sind ja hier beschäftigt. Den Ladewagen für das Stroh habe ich natürlich noch bei der BGA stehen. Hm. Aber das Stroh werden wir ja momentan eh noch nicht los. Da muss ich noch nach dem Mod gucken. Diese Folge erscheint jetzt nach meinem dafür am Sonntag, ne? Ja, heute ist bei mir Freitag. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Müsste am Sonntag kommen, genau. Muss ja jetzt schon aufnehmen, weil morgen ist Star Wars Time. Das heißt, wenn die Folge schon kommt, habe ich den Film schon gesehen. Geilomat. So. Ich weiß gar nicht, wie macht ihr das, wenn ihr den LS17 spielt und so ein großes Feld habt und alleine spielt und schon ein bisschen weiter im Spiel vorangeschritten seid. Seid ihr dann auf so großen Feldern mit 2 Dreschern unterwegs? Würde mich echt mal interessieren. Aber würde wahrscheinlich auch Sinn machen, ne? Knapp. Ich glaube, das geht sich doch nicht auf. Wir müssen bestimmt gleich abtanken. Mal gucken, wie viel eine so eine Reihe ist, wie viel Prozent. Mit 75 sind wir gestartet. Auf jeden Fall mehr als 5%. Das sehe ich so schon mal. Jetzt haben wir die 5%. 6%, 7, 8%. Das heißt, dreimal fahren wir bestimmt noch. 24, ja, da geht es nicht auf.
wie gut, dass wir doch unseren kleinen MB-Truck hier am Start haben. Oh, wir fahren auch sogar noch viermal. Oder dreieinhalb Mal. Haben wir hier vielleicht noch einen Schuppen irgendwo? Da vorne. Aber da passt unser Mähdrescher nicht rein, ne? Weil dann würde ich den gleich hier lassen. Weil dieses Jahr brauchen wir den ja nicht mehr. Wäre natürlich auch eine Überlegung, den zu verkaufen, ne? Weil er bringt noch ein bisschen Kohle. Und bei den wenigen Feldern könnten wir so ein Ding immer mieten. Das wäre echt eine Überlegung. Hätte ich auch schon eher drauf kommen können. Aber ihr kennt ja auch mein Motto, diejenigen auch, die das Car-Mechanik-Simulator Let's Play verfolgen. Haben ist besser als brauchen. So. Dann fahren wir jetzt erstmal die letzte Spur und dann tanken wir ab da hinten an den Pavillons. Sind doch Pavillonzelte da hinten, oder? Jetzt steht hier eine Hochzeit an. Eine Bauernhochzeit oder so. Komm, die Spur kriegst du aber noch fertig, bitte, ja? Ach, du ahnst es nicht. Ernsthaft? Unglaublich. So. Und er seppt immer rüber, ey. Ich hasse es. Muss mir doch bald mal einen neuen Controller holen. Wir steigen da nochmal um. Wir müssen ja eh noch diesen einen Meter da wegmachen. Dann fahren wir da mal selber hin. So. Ab dafür. Und das schwarze Gold. Sehr schön. Das war's. Wir fahren hier vorne erstmal an die Seite und inspizieren gleichzeitig da vorne den Schuppen, ob unser kleiner Drescher da reinpasst. Aber das sieht eher mau aus. So. Du kannst da wieder eingefahren werden. Oh. Und start the engines. Einmal hier noch weg. Und let's go. Sehr schön.
Ja, wie gesagt, normalerweise hätte unsere Tina das machen können. Aber Tina kostet Geld. Aber entlassen will ich sie auch noch nicht. So ist sie, glaube ich, bei 30 die Stunde, wenn sie nichts macht. Oder 37? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das geht ja noch. Und hin und wieder ist es ja mal nützlich, jemanden zu haben. Kommt alles natürlich auch durch dieses Helfer-DLC. Was ich aber ganz gut finde. So. Jetzt noch einmal zurück und einmal hoch und dann sind wir durch. Da müssten wir wohl noch so 2.500 Liter zusammenkriegen. Könnte man so hinkommen. Müssten wir so schaffen. Ja, da müssen wir den Drescher doch zurückfahren. Habe ich auch ganz vergessen, da ist ja noch was drin, ne? Da ist ja auch noch was drin. Dann müssten wir mal langsam, glaube ich, die Schafe wieder versorgen. Jetzt, wo es noch so wenig ist, ne, läuft das so nebenbei. Die fressen uns ja nicht die Haare vom Kopf. Und so weit brauchen wir nicht zurückfahren. So, komm. Das hat ewig gedauert, bis das aufschaltet. Da haben wir wenigstens auf einen Schlag alles hier weggemacht. Nicht wie bei dem anderen, wo noch was stehen geblieben ist. Ja, mit den 2.500 lag ich auch schon ganz gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht umkippen hier, ne? Super. Alles super. So. Das war's. Das können wir ausmachen. Und dann zurück zum Hof. Müssen wir mal gucken, wo war denn da die Einfahrt? Die hier vorne schon. Jo. Hier ist das Ding als Scheune. Aber die kaufen nichts. Da hätte man den Drescher auch unterstellen können. Aber warum kaufen die nichts? Das ist mir nicht so ganz klar. Ist das ein Bug, dass sie null anzeigen? Ist echt blöd. Das ist echt blöd. So. Auf jeden Fall können wir den jetzt abtanken. Und dann sind wir durch. Muss dann nur noch den anderen Trecker abladen. Und dann haben wir unsere fette Ernte eingefahren.
Ja, und dann steht wohl als nächstes hier die Strohentsorgung an. Und da muss ich halt, wie gesagt, vorher noch gucken, dass wir so einen Strohverkauf kriegen irgendwie. Weil das ist immerhin auch noch ein paar Euronen, ne? Jetzt sind wir von der falschen Seite reingefahren. Ach, ist das ärgerlich. Gibt das schon wieder Überlänge hier, Leute. Fährt er wieder gleich. Genau, er springt wieder um. Die Stadt nervt. So. Ja, da nicht hin, da rein. Boah. Und ab in dein Winterquartier. Deswegen teilen sich viele Bauern die Mähdrescher. Das sind einfach wahnsinnig teure Geräte und man braucht sie nicht so oft. Plam und Bam. Okay, Leute. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und würde sagen, bis demnächst, macht es gut, tschüss und ciao, ciao.